Hallo ihr Lieben. Ja, ich möchte euch mal kurz eine aktuelle Roomtour, kleine, ohne große krasse Einblicke, eine kleine Roomtour geben. Und zwar ist das ja hier mein Reich. Also man geht ja hier diese Wendeltreppe hoch und dann ist das hier so mein Reich. Vorher war ja hier drüben alles voll. Da waren ja 4 Reihen von Boxen. Jetzt kann ich wieder so richtig schön hin und her gehen. Ja, ich habe leider kein Vorherbild gemacht, aber naja. Okay, dann fangen wir auch sofort an. Die müssen noch weg. Also wer daran Interesse hat, einen kleinen Tausch, gerne Bescheid sagen, was suche ich so. Puh, da werden wir uns einig. Also schönes buntes Papier oder Papier generell, Embellishments. Ach, was suche ich so? Alles Mögliche, also da bin ich erstmal offen oder schöne Geschenkbänder und und. So, und dann habe ich jetzt hier, zeige ich euch aber gleich genauer, meine ganzen Kisten, die halt vorher da komplett standen. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie ich die da alle untergebracht hatte. Wir fangen aber jetzt erstmal hier an. Das sind Ordner von meinem Freund. Das ist so ziemlich der einzige Bereich hier, der noch meinem Freund gehört. Aber das muss auch und das ist auch in Ordnung. Das hier sind alles Dinge, die ich verkaufe. Da mache ich jetzt auch mal ein paar extra Videos. Also das hier sind zum Beispiel alles Stempel. Da habe ich noch ganz viele Lumbands. Ja, das verkaufe ich entweder. Also ein paar Teile verkaufe ich so als Paket, Stempelpaket, Glitzersteinpaket und. Und ein paar werden dann entweder Überraschungspakete, die ich verkaufe, oder aber auch tauschen, je nachdem. Hier sind ja so kleine Plastiksachen drin. Also hier so Aufbewahrungs Töpfchen und, genau wie in denen, da sind überall, ja, Plastikaufbewahrung. Immer wenn ich irgendwas hatte, habe ich es verwahrt. Oder hier so kleine vom Salat, weil ich glaube, die kann man nicht einschrumpfen. Deswegen habe ich die aufbewahrt. Oder wenn man mal Farbe anmischt. Hier sind Kartons drin, da sind auch Kartons drin, da sind auch Kartons drin, weil ach, schöne Kartons oder Kartons gerade auch in 30x30 verwahre ich immer und hier sind ebenfalls Kartons. Also hier das jetzt nicht. Das hier ist jetzt eine Mappe, in der eine Mappe drin ist. Auch ganz geil, ne? Mappe in Mappe. Hier sind ein paar Versandumschläge. Ja, und wieder Kartons, ein paar alte Klopapierrollen. Hier habe ich noch ein paar Mäppchen, also ein paar Täschchen und so. Ja, jetzt schwenke ich aber kurz nochmal hier rüber, weil hier seht ihr dann mein Turm. Ich habe hier gar keinen Platz durch die Schräge, weil hier ist ja sofort die Schräge. Muss meinen Kopf total quetschen. Fangen wir mal hier vorne an. Hier, das sind noch 2 leere Ordner, das sind noch leere Fächermappen. Das ist das Martha Stewart Board, was durch die Sonne gelb geworden ist. Und das ist scheiße. Das ist mein erstes Falzbrett. Damals wollte ich ja unbedingt ein Falzbrett haben, was aber auch hier so einen Schneider hat. Und ich zumindest komme damit nicht zurecht. Es gibt ganz viele, die kommen damit zurecht. Ich eben nicht. Und deswegen fristet es jetzt hier sein Dasein. Das war auch mal teuer. Ich habe auch noch, ich glaube sogar 2 oder 1. Eine auf jeden Fall Ersatzklingen dafür. Und das kann man hier zum Beispiel auch, das Ding hier kann man aufmachen. Das sind noch, da haben wir Vorlagen drin für Schachteln und. Das legt man sich dann einfach hin und weiß sofort, wie man etwas falzen muss. Ja, mal schauen, was ich damit mache. So, hier sind hauptsächlich Dekobänder drin, Schleifenbänder und. Ich packe nicht alles raus. Hier sind Dekostoffe, hier sind noch kleine Embellishments, Holzteilchen drin. Dekostoffe. Nein, gar nicht wahr. Dekostoffe, das sind meine ganzen Engelsflügel. Ja, was soll ich hier jetzt großartig zu sagen? Also, die sind auch aus Kasten. Die sind auch nach Schwere sortiert. Hier unten sind die ganzen alten Lux-Paper-Blöcke. Ja, das ist, was ist da großartig drin? Papier, Lux-Paper-Blöcke. Hier ist mein neues Puder zum Beispiel. Hier ist noch Quilling-Zeug. Hier sind auch diese, ach, vom Action, diese Poster-Sets. Das sind Borten drin, das sind Sticker drin. Hier sind Schmetterlinge drin. Also alles Mögliche quasi. Hier sind Bömmelchen drin und auch noch Fimo, weil es in meine Fimo-Kiste nicht reingepasst hat. Das ist auch natürlich Mist. Hier sind meine kompletten 3D-Paint-Dinger drin. Hier sind Umschläge drin. Hier ist alles, was mit Blumen zu tun hat, drin. 2 leere Kartons. Mein neuer Drucker, den ich
billig geschossen habe. Das ist allerdings nur ein, ist ein Laserdrucker, allerdings nur schwarz, ohne Kopierfunktion und so, also ein purer Drucker. Schau ich mal, was ich damit mache. Eigentlich will ich ja einen großen mit Scanfunktion und alles. Ja, hier unten wieder Papier, Umschläge und Papier. Nee, gar nicht wahr. Hier unten ist meine Diddle-Sammlung zum Beispiel. Da ist auch noch Diddle. Hier sind nur komplett hier diese Blöcke, wo man Taschen und Verpackungen basteln kann. Hier sind Sticker, Stickerbücher. Hier sind alle meine Project Life-Dinger oder kleineren Kärtchen. Hier sind nochmal Lux Paper-Blöcke. Hier ist so gemischtes Zeug, 3D und so. Hier sind nochmal Lux Paper-Blöcke. Ja, hier ist nochmal hier so Band und die neuen Embellishments aus dem Action, hier diese Federn und so Zeug. Und hier sind nochmal Umschläge. Hier ist ein Bild, hat mein Mann mal gemalt. Was ist hier drin? Auch nochmal Umschläge. Da ist Zeug für meine Mutter drin. Hier, wenn ich mal was verpacken muss, ist hier was drin. Hier ist noch eine vorbereitete Post. Alle möglichen Holzteile und Holzklemmerchen, ja, die Tags, die es beim Action gibt und Sticker, China-Sticker, das sind all meine Brads, das ist, ja, toll, auch nochmal gemischt, Embellishment, Mosaics, Borten, hier ist Sticker, würde ich mal sagen, da sind meine Santoro Gorgeous Sammelkarten und Umschläge, nochmal Umschläge, ne? Ja, ich sag jetzt einfach nur Blöcke und ein paar Kisten. Da sind Blöcke, da sind Postersets. Ja, da wart ihr auf einmal ganz schnell weg. Ich hab versehentlich, bin ich mit dem Zeigefinger drauf gekommen. Also hier ist ein Karton mit Blöcken. Aber ich glaube, die Blöcke halten nicht lange durch, wenn da so viel drauf steht, nicht, dass die sich hinterher verbiegen. Da muss ich nochmal umdenken. Da drunter ist ein Karton, wo auch nochmal Blöcke drin sind. Da in der Tüte sind die alten Rollen von den Containern. Hier sind auch Blöcke drin. Hier ist komplett alles voller Papier. Das ist alles komplett voller Papier. Hier ist mein Druckerpapier und hier sind die kompletten Gift-Wrapping-Dinger drin und nochmal 15x15 Blöcke. Ja, im Kallax, da hat sich nicht viel geändert. Papier, was ich aktuell in Benutzung habe. Selbstgebastelte Dinge, nochmal Kartenumschlagsets, meine Harald-Gedenkecke. Ja, hier ist Papier und Umschläge. Hier ist hauptsächlich dann so Sonderpapier mal aus dem Schibo oder Markenpapier. Der Hamster, der sich immer löst. Aber wegschmeißen will ich den nicht. Ja, hier ist nochmal Actionpapier. Aber auch ein Kilo Papier vom Action. Ach, hier ist alles. Ich habe hier schon gar keinen Durchblick mehr, weil das alles so voll gepoppt ist. Also bis oben hin. Das hier ist eigentlich komplett nur Umschläge und Karten und so Zeug. Mache ich nur mal kurz auf. Das ist alles. Der komplette Kallax ist voller Papier, also da ist sonst großartig nichts anderes drin. Ganz unten in dem ersten Kallax-Ding ist alles, was mit Weihnachten zu tun hat und der Rest ist da einfach drin und gerät in Vergessenheit. So, hier habe ich meine Handstanzen, die normalen, die man halt immer mal braucht, gewellte Kreise, Hexagon und so Zeug. Mein kleiner Mini-Staubsauger. Hier habe ich Aquarellpapier, also Karteikartenpapier. Meine kleine Stoffsammlung. Ja, ich wollte mal nähen. Und allzu viel Stoff brauche ich auch nicht. Und Stoffreste sind echt arschteuer, ne? Und deswegen habe ich auch nicht viel Stoff. Und warum geht das jetzt nicht zu? Das ist es, wenn da immer so viel Gewicht auch draufsteht, dann gehen die Dinger nicht mehr zu. Und hier ist nochmal Sticky Notes, ein paar Umschläge und so Zeug. Ja, hier kann ich es euch auch von außen zeigen, aber auch mal aufmachen. Hier ist Papier drin, hier sind aber auch meine Hausmausstempel drin. Papier, das sind einzelne Bögen, alles von, ja, hier sind noch die Weihnachtsblöcke, weil ich nicht weiß, wohin damit. Aber hier drunter sind einzelne Bögen von Markenpapieren, meine Silhouette-Schneidematte. Und hier ist auch nochmal Papier, was ich einfach nicht weiß, wohin. Patchwork-Lineal und meine
ganzen Folia Normalkarton. Das sind die großen, das sind die ganz großen und die größer als A4. Ich weiß nicht, wie die Maße sind. Hier sind noch Boxensets. Auf meinem Schreibtisch sieht so aus, das ist Brackwasser, das muss ich noch wegschütten. Die Aquamarke habe ich immer noch da, aber noch nicht benutzt. Ein paar Tücher, ein paar Klimsbims, Sachen, die man immer braucht, kleine Blöcke in Benutzung. Meine Aquarellsachen, Töpfe für Aquarells, die gehen nur als Kleber, kennt man alles, ne? Dann habe ich hier noch so eine Kiste mit Sachen, die ich mal benutzen kann, noch mein UV-Resin. Hier sind Filzstifte, die Crayolas, die ich als Aquarellstifte benutze. Hier sind nochmal kleine, die Stickerblöckchen und nochmal Pads zur Benutzung. Mal Magnetikstanzer, Fusselrolle, Wasserspray, ach ja, angefangen zu UV-Resin, Mixpaletten zum Farbe drauf tun und Kronkorken und so Zeug. Da hängt ein Regal und da ist wieder auch alles Mögliche drin. Hier sind mein Vebra, ein Rasierschaum ist drin, sämtliche Blätter, was weiß ich. Hier sind noch irgendwelche Dosen drin und ach, dahinter sind auch noch Holzteile zum Verzieren und Motivtempos. Hier sind meine ganzen Vox Max Melts, hier die Wachs. Bröckchen zum Siegelwachsen, gebastelte Dinge. Lea, hier meine kleine Roald Dahl-Sammlung, meine UV-Lampe für Nägel machen, die mache ich mir nämlich gleich. Komplett voll mit Pigmenten, Pigmente, Pigmente. Also ich mache ja auch, wie gesagt, meine Nägel selbst und dafür brauche ich halt immer mal wieder Pigmente, generell auch zum Basteln. Ich bin pigmentverrückt hoch 10. Was ist hier drin? Baker's Twine und Baker's Twine und was ist da noch drin? Baker's Twine hauptsächlich, glaube ich. Ja, Nagelset, meine Henna-Farbe, Klebemittel, Rührstäbchen, Metallikdraht, eine Box. Ach, seht ihr alles. Da ist noch ein Stanzer. Klebemittel, Perlen, mein Punchboard angefangene Briefumschläge. Hier ist auch noch mal so Gruschzeug drin, für zum schnellen Engel basteln, damit ich nicht alles rausholen muss. Durchsichtige Snaps, die ich noch nicht weggepackt habe. Hier ist meine selbstgemachte Transferklebezeug und Sticky Embossing Pulver. Das ist so eigentlich meine Transferfolien. Abteilung, was den Kleber betrifft. Nur was den Kleber betrifft. Ja, sämtliche verschiedene Feinliner in Metallic und was weiß ich, hast du nicht gesehen. Textmarker, Büroklammern, Snapzange. Darunter sind normale, wie das hier sind, normale Zangen zum Schmuckbasteln. Hier sind nochmal Gelstifte, meine Stempelhilfe, Moosgummi und was weiß ich. Hier sind auch nochmal Stifte, Kalligrafiestifte, Füller. Nachfüller für Schneideklingen und so Zeug. Stanzen. Da sind Stanzen und eine Zange. Ja, Stifte, die man immer mal braucht. Stifte, die man eher weniger braucht. Nochmal Stanzen. Ja, und hier ist Glitzerzeug drin, was man immer mal für Harz braucht. Da stehen noch Kleber, die ich nicht benutze oder selten benutze. Und dann setze ich mich jetzt mal und dann geht es unterm Schreibtisch weiter. Hinter diesem Regal steht noch eine Box mit Reliefstickern. Das ist so eine Box, wie sie da steht, komplett voll mit Reliefstickern. Und meine Tattoo-Maschine steht da und meine ganzen Bügelperlen von früher noch aus der Kindheit. Hier in der ersten Schublade ist meine gefakte Jelly Plate. Also ist eine Mixed Media Plate, hat mit Jelly Plate nichts zu tun. Spachtelmasse, meine ganzen Stencils sind hier drin, eine Rolle, Strukturpaste und so Mixmedia-Zeug eben. Meine alten Stempel, Borten, das ist komplett alles voller Borten. Ja, und hier unten sind alles komplett voller Charms. Ja, Putzmittel, Alkohol, Perlen, darunter nochmal Perlen, da hinten in dem Karton.
sind Kartons, beziehungsweise auch hier so kleine Schächtelchen und Verpackungen und alles, was niedlich ist und klein ist, auch so kleine Gläschen und. Das brauche ich immer, da lasse ich mich immer von anfixen. Meine Unterlagen und einfarbiges Papier zur Benutzung. Das ist auch immer lustig. Ich habe auch immer noch extra Sachen zur Benutzung und was weiß ich. Ja, hier ist Papier. Alles Mögliche. Das ist jetzt hauptsächlich meine Scrapberries Schublade. Also das hier ist komplett alles Scrapberries, hauptsächlich aber die alten Editionen von den neuen. Gerade von der schönen mit Galaxy habe ich nichts. Einfarbiger 30x30 Karton und darunter noch mehr Scrapberries. Also ist komplett voll. So, jetzt wird es auch ein bisschen schwindelig. Das habe ich beim Aufräumen wieder gefunden. Das ist hier so ein Katzenordner. Ich muss mal gucken, was ich damit mache. Zum Wegwerfen eigentlich echt zu schade. Der ist auch schon uralt, ne? So, da habe ich Heißklebe drin und ein paar Bänder, meine Silikonmatten, Ersatzscheren, Ersatzcutter, ein paar Täschchen, was weiß ich, alles, was mal irgendwie so rumfliegt. Irgendwie, ich glaube, das hat aber jeder Bastler. Irgendwie hat man immer Sachen, da weiß man nicht wohin und dann macht man sich einen Karton oder so mit Sachen, die sonst nirgendwo hinpassen oder die man immer mal braucht. Also es ist total verrückt. Reinigungssachen, Briefumschläge und Karten und noch Sticker, Fünffachsticker, die ich dann endlich mal verwende. Ja, ich benutze meistens Dinge erst, wenn ich sie wirklich fünffach habe. Angefangene Transferfolien und Glitzerzeug. Und hier unten sind auch Dinge zur baldigen Benutzung, weil ich davon auch zu viel habe. Hier sind noch alte Project Life Sachen. Die sind auch da, die bleiben da, die werden niemals benutzt. Darunter ist noch ein Karton mit einem ultraalten Block. Heißt ultra alt, da habe ich angefangen zu basteln. Das war jetzt vor 6, 7 Jahren oder so. So ein Block mit 360 Blättern. Da ist noch ein Rollcontainer, da sind nur Büromaterial drin, wie noch alte Buntstifte, Tesa-Nachfüllrollen, Paketband, Lineale, was weiß ich nicht alles. So, da sind meine ganzen, das sind beide Ordner, die sind proppevoll mit Nageltattoos. Hier ist meine Stitching Pen oder Punch Needle zum Sticken. Wellfolie, angefangene Tapete, die benutze ich gern zum Unterlegen. Hier sind noch Webrahmen und was weiß ich nicht alles. So, Mülleimer, ja, ich trenne. Ich mache nur den immer voll und dann trenne ich, weil es mir irgendwie während dem Basteln zu doof ist, während dem Basteln schon zu trennen. Total verrückt. Hier drin sind Sachen, die ich gerade aktuell am Bearbeiten bin. Noch ein hübsches Buch. Hauptsächlich Watercolor, Pencils, Stifte, Pinsel. Ach, ich bin schon so durch. Das sind nur Pinsel. Das sind meine ganzen Kellnerblöcke. Das hier sind Papiere von mir. Selbst gestaltet, hauptsächlich Shelly Plate und Alkoholink und so Zeug. Und das hier sind auch nochmal vorgefertigte Boxen und Kleinkram, ne? So, wir haben das noch gar nicht. Ja, mein kleiner Hebelschneider, der ist super geil. Mein Stamping-Up-Ding, mein großer Hebelschneider, der ist richtig geil, aber scheiße, weil, also der ist richtig toll, der schneidet super, der ist auch super genial, wirklich, der ist ganz toll, ne? Aber hier ist eine Schraube und die, der fällt von alleine runter. Der ist arschgefährlich. Man kriegt die Schraube nicht fest. Naja, da drunter sind noch ein paar Kartönchen zum Gestalten. Und das hier ist jetzt meine komplette Nagelschublade. Hier in den Dingern, kann ich euch mal gerade eins aufmachen, sind komplett Nagelstempel-Dinger. Oder hier in dem Ding. Ja, das könnte hinhauen. Das sind so komplett Nagelsticker und Transferfolien. Proppevoll, wirklich. Ich muss euch gerade mal ablegen. Proppevoll mit Nageltransferfolien. Hier sind noch, ja, da drunter ist eine Butterputzdose, da ist Glitzer drin. Also da müsste ich euch echt mal ein separates Video machen, wenn ihr da mal den Durchblick haben wollt. Hier sind noch die Spider-Gels. Hier ist eine Schublade komplett nur mit meinem UV-Nagellack. Da fällt mir auch schon alles entgegen. Also UV-Lack und normale UV-Gel, ne?
farbig. Und das hier ist eine Schublade komplett nur mit meinen Nagellacken. Ich habe nicht gezählt, aber 200 sind es. Ja. Daneben in dem Container sind alle Stempel. Ich schwenke euch nur kurz so drüber, weil ich will nicht, dass ihr irgendwie irgendein Plagiat entdeckt, weil es könnte durchaus sein, dass da Plagiate bei sind. Ich habe jetzt mal verdeckt. Das sind alles Stempel. Ich weiß nie irgendwie. Früher bei diesen, als die MFT-Stempel gefaked wurden, da wusste ich ja genau, okay, wenn ich das jetzt kaufe, ist ein MFT-Fake. Aber es werden ja momentan alle Firmen irgendwo gefaked oder nachgemacht und da blicke ich überhaupt nicht durch, was jetzt gefaked ist. Also momentan kaufe ich auch gar keine Stempel, weil man schadet den Firmen schon. Früher habe ich mir gedacht, ja komm, ich kaufe mir die geil. Ich kaufe mir auch hin und wieder immer noch welche, ja natürlich, ne? Aber ich habe nicht mehr diesen Hype drauf. Früher musste ich alles kaufen. Egal, ob ich es hinterher brauche oder nicht, aber mittlerweile ändert sich das. So, und hier sind auch nochmal komplett Stempel, und zwar, das sind meine ganz alten, die habe ich damals mal in den Hüllen gehabt. Das ist von Scrapberries, von hier Wild Rose Studios. Hier ist noch ein bisschen Stampin' Up bei. Hier ist aber auch, hier sind aber auch die Dinger noch drin. Ja, das ist alt. Und hier sind meine ganzen Gorgeous Stempel, meine ganzen Action Stempel und noch ein paar Holzstempel, ein paar Bordürenbänder. Ja, so ist das. Hier seht ihr ja schon, das ist mein ganzes Geschenkpapier. Das ist Weihnachtsgeschenkpapier. Das sind so selbstklebende Folien. Hier sind meine Maxi-Briefkartons. Da sind Säckchen drin. Darunter sind Strohhalme drin. Eine neue Tapete. Die habe ich beim Sperrmüll gefunden, die Tapete. Deswegen habe ich so viel. Also nicht wundern. Ich kaufe jetzt nicht extra Tapete zum Basteln, sondern gefunden. Ich fange oben an. Hier sind meine kleinen Briefkartönchen, die sind nur A6 groß und Brotbeutel vom Bäcker, Rosetten, Pailletten und so sind da drin. Hier in diesen ganzen Zigarettendosen ist Kleinkram, ne? Also wenn ich noch einen Charme übrig hatte von einem Projekt, kommt der da rein oder ein ausgestanztes Herz kommt da rein. Hier zum Beispiel Untersetzer und von der Tür diese Klinkenpläsche, was weiß ich. Hier, das ist ein bisschen Wolle, weil ich die schön finde. Ich hasse Wolle, aber ich brauche auch nichts mit Wolle, aber die musste mit, weil sie bunt ist. Ein paar Medizindöschen, damit wollte ich mal eigene Watercolor-Paletten mir basteln. Puh, was ist hier drin? Ach so, hier sind meine ganzen Stifte drin. Ich sammle ein paar bisschen so Stifte. Stifte sind hier drin. Hier sind nochmal ein paar Dekobänder und Bordüren drin. Mein Nassklebeband, meine Glitzersteine. Hier sind Täschchen drin. Und hier ist auch noch mal gemixt. Hier sind so Acrylelemente drin und Wäscheklammern, so Bügelwolle, Ersatzteile für meine Kleberolle und. Da hinten, hier sind Glasdöschen drin, so kleine Glasfläschchen mit Schraubverschluss. Darunter sind Strohhalme und darunter sind nochmal Strohhalme. Hier sind hauptsächlich hier diese kleinen Boxen drin. Ein bisschen Kunstleder, da sind Folien drin, meine kleine Nähmaschine, da drüber ist Acrylpuder für Nägel und hier unten drunter in den Nachtschränkchen, da sind auch Sachen von meinem Freund drin, wie alte Acrylfarbe, Zeichenblöcke und so weiter. Ja, Notizbücher, mein Laminiergerät, ein paar Servietten, aber hauptsächlich Stickgarn, da in dem Karton sind fertig ausgestanzte Teile drin und hauptsächlich sind da auch angefangene Stickerbögen drin. Ja, das Ding muss ich euch schon gar nicht mehr eigentlich großartig zeigen. Das hatte ich beim Aufräumen euch schon gezeigt, aber ich kann mal kurz machen. Also obere Schublade Washi, zweite Schublade Washi, dritte Schublade Washi. Da ist meine Mini-Stempel drin und ein bisschen anderer Gorgeous Klimbim. Hier sind meine Spezialsachen drin, wie Schrumpffolie, Kunstleder, Schrumpffolie zum Ausmalen, selbstklebende große Stoffbögen, Mandala, hier Reliefsticker zum Ausmalen zum Beispiel. Hier, das hier sind alles so Zuklebetütchen in Kawaii-Optik oder aber auch ganz normal einfarbig. Hier sind welche mit einer Giraffe, also
Tütchen. Da habe ich auch einen kleinen Sammeltick. Ja. Das hier sind alles Sticky Notes. Das hier sind alles so Text- und Bilderecken, Buchecken. Hier sind 3D-Bögen drin. Ach, ganz unten sind Buchstaben-Sticker. Sorry, ich habe ja einen neuen Beruf. Und zwar mache ich Telefonmarketing. Und da rede ich auch den ganzen Tag, ne? So, Washi-Tape. Washi-Tape-Sheets und Stoffbögen-Sheets, Häkelbordüren, Washi-Sheets und Glitzerdinger. Darunter sind nochmal Häkelbordüren und Glitzerdinger und als letzte Schublade ist da doppeltes Washi. Aber doppeltes Washi sammle ich mittlerweile eigentlich woanders. Aber man ist dann doch irgendwie zu faul, auch mal alles zu wechseln, ne? Da sind meine Siegeldinger drin, meine Siegelstempel. Hier, da wollte ich mal was mitmachen. In der schwarzen Box sind meine ganzen Wachsmelts drin. Andere Seite ist auch voll. Meine Snaps. Hier ist Funny Gummy drin. Noch ein paar Täschchen. Hier ist mein Fimo drin. Ich habe furchtbare Probleme mit der Lunge, auch weil es so schwül ist, wisst ihr? So, hier sind Kartons, die sind vom Action. Die sind hübsch. Ja. Sticker, die ich früher immer zum Halsgießen benutzt habe. Das Ding wollte ich eigentlich echt leer machen. Das hier sind hauptsächlich alles meine Rub-Ons. Aber da sind noch Sticker beigerutscht, weil die sonst keinen Platz hatten. Ach, furchtbar. Hier sind eher kindliche Sticker, aber auch Kawaii-Bücher und so Zeug. Stimmt, das war meine Papiersticker-Schublade. Und hier sind alles, das ist alles voller Sticker-Flakes und Kawaii-Sticker. Die habe ich da früher mal drin gesammelt. Ach ja, ihr Lieben. In den drei Boxen sind meine kompletten Nuvo-Drops. Dahinter ist Reinigungszeug. Da in der Dings sind Organza-Beutel. Da sind ganz, ganz viele von diesen hier. Ganz, ganz viele. Alles mögliche, verschiedene. Die habe ich damals zuhauf gekauft. Für 200 Euro oder so. Habe ich mir damals 50 Pakete, was weiß ich nicht, gekauft. Ja. So, das ist ein Türmchen. Mit allem Zeug, was gerade in Verwendung ist oder was angebrochen ist. Hier sind Washis und Klebebänder, A5 Kartons, Spiegelkartons, A5 Schnipsel und ausgeschnittenes. 30x30 Papier und ausgeschnittenes Zeug. Ja, braucht man immer. Hier sind meine ganzen Stanzschablonen drin. So, und mal gucken, ob ich das gerade mal wegschiebe. Ja, das ist auch schwer, das Zeug, ne? Das war es ja auch mit den Plastikcontainern, ne? Die konnte man nicht einfach mal wegschieben. Die Idee war, jawohl, schiebe ich einfach weg. Geht aber nicht. So. In der ersten Schublade, die kriege ich schon gar nicht auf, weil oben so viel Gewicht draufsteht. Alles voller Glitzersteine, müsst ihr leider von außen gucken. Da sind Blöcke von Action. Blöcke von Action sind auch in diesen kompletten drei Schubladen. Da drüber sind die Blöcke vom Action. Meine kompletten Heißklebestifte, die habe ich bei eBay billig geschossen. Meine selbstklebenden Metallic Sheets und auch noch 15x15 Blöcke. Darunter sind meine Alkoholmarker. Da in dem Holzteil, da sind, ja, ich kaufe immer alles doppelt und dreifach. Da sind Stickerbücher vom Action, diese kleinen sind drin, da sind Knöpfe drin, da sind diese kleinen Päckchen China-Sticker drin. Und das war's eigentlich. Dahinter ist ja noch ein Schrank. Also wir haben ja, wo sieht man's mal? Da sieht man's. Das ist ja so ein Eckschrank, ne? Den habe ich natürlich schön zugebaut. Ich weiß aber, dass da ein Karton oder hier so ein Ding ist da noch mit Glitzersteinen komplett voll. Das muss ich unbedingt mal aussortieren. Ich habe so viel Glitzerscheiß. Dann ist da noch ein kompletter Karton mit Kleber, Material, Zeug. Mein Lieblingswort.
Und da ist noch meine Battemaschine ist noch da und fürs Resin zum so Becherchen, Rührstäbchen und so Zeug. Da ist noch Spitzenstoff von meinem Hochzeitskleid und Krepppapier. Jetzt schiebe ich mal den Karton erstmal wieder ins Eck, wo er hingehört. So. Ja, hier ist eigentlich, das war früher mal meine Kiste für Mixed Media. Da sind Klöckchen drin, da ist Kork drin, da ist Band drin, da ist irgendwie alles drin und alles, was man irgendwie nicht braucht und irgendwann mal sucht und Hauptsache man hat's. Ja. Darunter ebenfalls Mixed Media Zeug, da sind, Blumen drin und Schnörkel drin und Matten und Holzteile und Klemmerschen und was weiß ich nicht alles, ne? Das ist furchtbar. Hier ist alles so Washi-Tape nochmal, aber auch noch Umschläge, im große Paketrollen, Sachen zum Abformen und da unten. Das sind meine glänzenden, normalen Resinformen. Ich habe ja noch welche mit Motiv, diese wiederum hinten im Schrank. So, ich wollte nur diesen Schrank nicht zeigen, weil dann hätte ich diese kompletten Plastikteile wegmachen müssen. Das ist mir jetzt hier echt zu schweißtreibend. Ich zeige euch jetzt erstmal das. Ja, in dem grünen Ding ist mein Heißluftföhn, meine Stanzmaschinenbürste, doppelte Acrylsprays vom Action. Hier drunter ist A6 Fotopapier Glossy. Da drin sind Spezialpapiere wie Folien, Hüllen, Aufkleber, also Etikettenaufkleber und. Ja, meine Silhouette, mein armes Teil, meine Big Shot. Das hier ist meine komplette Farbschublade mit Aquarellstiften, mit meinem Prismacolor, die ich noch nie benutzt habe. Darunter sind hier diese Farben, ganzer Karton voll, Royal Flash Farben, noch nie benutzt, brauchte ich einfach, weil sie bunt sind, ne? Wie blöd kann man sein? Die Prismacolor. Früher habe ich damit so tolle Sachen gesehen und wollte es unbedingt machen und habe es nicht gemacht. Ja. Meine ganzen Ingergolds, meine ganzen Nuvo-Puder, meine sehr, sehr hochwertigen Pastellstifte, meine sehr hochwertigen Aquarell-Vollmienstifte, der vom Action. Hier sind Gelatos drin, H2O Twinklings sind drin. Hier sind meine ganzen Brushes, die ich mir abgefüllt habe. Hier sind die. Ach, alles Mögliche an Stiften, Farben, Aquarell. Also wie gesagt, wenn ihr was genauer sehen wollt, muss ich es mal extra abfilmen. Das hier sind alles Sticker. Ja, die ist schon so voll, dass man noch nicht mal reinfilmen kann. Eine Schande, ne? Und hier ebenfalls. Hier sind allerdings noch die Boxen. Die 30x30 Blöcke vom Action, wo man Boxen mitmachen kann. Ansonsten auch voller Sticker, hauptsächlich doppelte Sticker. Hier in der Tüte sind Sachen drin, die ich noch abfilmen muss. Meine Waage, mein Ferkel Notizbuch. Hier sind alles Aquarellblätter, Blätterblöcke und Glossy und noch ein paar Folien und. So, hier ist meine Stempelkissen. Das ist Masking Tape, Stempelkissenabteilung mit ein paar Blending Tools. Darunter sind noch meine paar Distress Inks, die normalen, die ich habe. Das hier sind alles Sprays. Und diese Schublade habe ich noch nicht ausprobiert. Das hier sind meine kompletten No-Line Watercoloring, bla bla, Stempelkissen und meine ganzen Distress Oxide Nachfüller, weil ich mache mir die ja selbst. Ich habe zwei Kissen, aber sonst nichts, weil ich mir die Kissen halt selbst mache. Ja. So, in der Schublade ist alles, was man so braucht oder auch nicht. Noch ein paar Farbpaletten, eine Zange, Buchbinderinge, Cabochons sind da hinten, Münzen, so Münzdinger, wo ich mal Schüttelelemente mitgemacht habe. Meine neuen Lünetten. Cabochon, Foampads, noch mehr Stempelkissen, Holzteile, Mosaik-Pappteile, große Büroklammern sind hier drin und Zubehör. Hier ist alles, was mit Embossen zu tun hat. Hier ist noch Kleber, hier drunter ist ein Karton mit Embossing
Pulver. Das sind meine kompletten Embossing-Schablonen, meine Fuse, ein bisschen, wie nennt man's? Ah, dieses geriffelte. Ja, ich habe eine Unterhose an. Also ich habe wirklich keine Hose an. Ich habe eine Unterhose an und ein T-Shirt. Das ist echt heiß. Aber ihr seht ja eh nichts. Dieses geriffelte Gewebsband, weiß ich nicht. Abdichtungsband, keine Ahnung. Kann man super toll mit Mixed Media mitmachen. So, meine ganzen Alkohol-Inks sind hier drunter. Und meine großen Embossing-Pulver. Meine Klebemäuse auf Vorrat. Und jetzt kriege ich es bestimmt nicht mehr zu, doch. So, und jetzt kommt eigentlich so fast mein Heiligtum neben allem anderen. Ich muss hier gerade den Müll wegtun. Und zwar kommen wir jetzt zu meiner Transferfolien-Schublade, die auch bald noch Nachwuchs bekommt. Ich tue mal gerade. Das hier sind alles meine Nagelfolien auf Rolle. Und das sind, oh, da habe ich ja sogar schon Regenbogenrollen und ich habe noch eine neue gekauft. Ja, das sind alles Nagelfolien auf Rolle. Und eine Rolle hat 120 Meter. Da kommt man schon ein Weilchen mit hin. Ja, das sind die aus dem Action. Das hier sind mal welche von Karin Jittenmeier. Das sind Sachen, da legt man es drauf und kann es plotten, auch von Jittenmeier. Sind aber auch noch Heidi Swap und Mink, echte Minkfolien drin. Mein Heißprägestift war da. So, und jetzt rolle ich noch ganz kurz das hier beiseite und noch ganz kurz das beiseite. Dann könnt ihr mal hinter dem Geschehen gucken. Also, hier hinten sind ganz hinten alles voller Servietten. Das spielt keine Rolle. Dann sind hier Metallteile, das sind alte Glitzerkleberdinger. Hier ist noch mein Harz, das ist mein Harz. Da habe ich Klebespray, Teppichklebeband, noch doppelseitiges Klebepapier. Da ist auch doppelseitiges Papier. Brettermann Farbpaste in Weiß. Und hier sind auch noch mal ein paar Holzteilchen drin. Und Metallteilchen sind da drin. Ja, da ist meine Acrylfarbe. Und das hier sind, ja okay, da ist noch eine Engels zum Engelbasteln, eine Schatulle. Da drunter ist Zubehör. Und das hier, der Karton und alles, was dahinter ist, sind von euch selbst gebastelte Dinge, weil ja, da war nicht immer Platz für alles. Und ich habe oft was auf dem Kallax stehen, oft was im Wohnzimmer stehen, aber man sieht sich irgendwann auch mal satt dran. Ne? Das hier sind noch Pizzakartons, kleine, zum Zusammenmachen und zum Verzieren, weil ich das ganz geil finde. Da passen 15x15 Blöcke rein. Echt mega cool. Und hier kommen wir zum letzten. Und zwar, das ist mein kompletter Glitzerschrank. Ja, komplett vollgepoppt mit Glitzer. Dahinter ist noch ein Karton, da ist Ersatzglitzer drin. Da ist mein Dremel. Dahinter ist ein Karton, da sind komplett nur Mikroperlen drin. Und ansonsten ist das hier jetzt alles Glitzer. Hier unten alles Glitzer. Alles Glitzer. In den sämtlichsten Variationen. Allerdings ist in dem Karton, da sind auch noch so Motivpailletten drin. Ja, ihr Lieben. Das war's. Jetzt schwenke ich noch mal kurz hier rüber. Ja. Und wenn ihr irgendwas genauer sehen wollt, dann lasst es mich wissen, dann filme ich das noch mal explizit ab. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute und wir hören uns. Tschüss.